Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zur dritten Folge des Let's Plays von Fallout New Vegas. Wir machen genau da weiter, wo wir bei der letzten Folge aufgehört haben. Ihr habt absolut gar nichts verpasst. Wenn doch, dann klickt oben rechts auf die Infobox und schaut euch das letzte Video nochmal an. So, wir haben die Pulverbanditen in Good Springs besiegt und müssen uns jetzt auf den Weg machen nach Prim, um die Hauptstory etwas weiter voranzutreiben. Und genau das machen wir jetzt auch. Wie auch schon im letzten Video werde ich einige völlig uninteressante Laufwege für euch rauscutten, damit das Ganze hier nicht so lange dauert, denn die Laufwege hier sind lang in diesem Spiel. Das ist nun mal leider so. Wenn irgendwas Interessantes passiert, werdet ihr natürlich dran teilhaben. So viel sei erstmal gesagt. Achso, was ich noch sagen könnte, wäre, falls ihr das letzte Video gesehen habt, die Magazine, die ich kurz vor Schluss noch eingeworfen hatte, wo ich mir nicht sicher war, ob der Buff dauerhaft ist oder nur kurz. Er war nur kurz. Ich habe kurz nachdem ich das Video beendet hatte beim letzten Mal, war direkt noch die Anzeige, dass ich die Buffs alle wieder verloren habe. Also merken wir uns fürs nächste Mal. So, Jean geradeaus, rechts nach Prim, links nach Las Vegas. Natürlich wollen wir irgendwann nach Las Vegas oder wie es hier heißt, New Vegas. Wir wollen aber erstmal rechts nach Prim. Witziger Fun Fact am Rande. Diese ganzen Städte, die hier so zu finden sind, gibt es tatsächlich. Ja, ich habe schon einmal eine Amerika-Reise unternommen und habe tatsächlich Prim auch schon gesehen. Sie haben mehrere Standorte gefunden. Mit der Weltkarte in Pip-Boy können Sie diese direkt aufsuchen. Auch das wissen wir schon. Das wussten wir schon im allerersten Video. So, man muss hier manchmal vorsichtig sein, wenn man Sachen erkundet. Ne? Man kann überall auf Gegner stoßen. Deswegen immer ein bisschen vorsichtig. Gehen einmal zum Jean-Fallschirmspringen rein. Denn solche verlassenen Orte lassen... Orte? Sprachstörung, wie immer. Solche verlassenen Orte lassen sich natürlich wunderbar durchlooten. So, ist leer, verschlossen, durchschnittlich. Um die Schloss zu knacken, braucht ihr Dietrich 50. Okay, haben wir noch nicht. Bin leer. Aktivieren Amateurfunkgerät. Hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Leere Sunset Sarsaparilla Flasche nehmen wir nicht mit. Sunset Sarsaparilla Sternkorken. Das nehmen wir mit, denn diese Sternkorken sind der Grund, warum wir alle Sunset Sarsaparilla Flaschen, die noch voll sind, mitnehmen. Weil da diese Sternkorken drauf sein können. Warum, wieso, weshalb? Das erfahrt ihr, wenn es soweit ist, denn früher oder später werden wir eh darauf angesprochen. So. Das mit dem Knacken hat sich gerade auch erledigt, denn wir haben einen Schlüssel gefunden. Energiezelle, Patronen, sehr gut, Korken, Lederrüstung nehmen wir mit, denn die können wir verkaufen. Leere Mikrofusionszelle nehmen wir auch mit. Und die Plasmapistole können wir auch verkaufen. Hatte ich ja im letzten Video schon erwähnt, dass ich nicht so auf Plasma und Laser stehe, also generell nicht so auf Energiewaffen. So. Hier so in so Ruinen stehende Kleiderschränke. Oh, da sind Pulverbanditen. Wir wissen ja schon aus dem letzten Video, dass die mich nicht mehr besonders mögen. Weißt du, und er scheint auch herzukommen. Mal eben nach den Waffen schauen, denn unsere Schrotflinte hat einfach nicht genug Reichweite. Wir nehmen einfach die 357er Magnum. Mal getroffen. Oh, die schmeißen mit Dynamit. Nummer 1. Na, geh doch da wieder um die Ecke. Zack. Mitten rein. Oh, der lädt aber langsam nach. War das alles oder kommen da noch mehr? Die nehmen wir natürlich aus. Ganz klar.
Ja, ein K-Dollar, sehr gut. Pistole, Dynamit. Outfit wollen wir nicht. Und das gleiche nochmal. Polizeiknüppel lassen wir auch liegen. Ist nichts wert und bringt uns auch nichts. So. Wo waren wir denn gerade? Also, in verlassenen Ruinen stehende Schränke. Gerne mal aufmachen und reinschauen, was da so drin ist. Denn da ist oft Kleidung drin, die auch einen Buff bringt. In diesem Fall Bewegung plus 1. Aber ist auch sehr leicht, was gut für die Bewegungsgeschwindigkeit wäre. Nehmen wir aber nicht mit, denn die hat einfach nicht genug Rüstungswert für uns. Da haben wir noch zwei Sunset Sash Barilla. Die nehmen wir auch mit. Ansonsten brauchen wir hier nichts. So, dort hinten seht ihr vielleicht diese Achterbahn. Da ist dann schon Rim. Das ist quasi das, wo wir hinwollen. Aber vorab müssen wir uns erstmal nach Rim durchkämpfen. Und wir haben schon wieder Pulverbanditen am Arsch, die auch direkt auf uns schießen. Zwei Schuss, zwei Leute. Super, besser geht nicht. Ich glaube, ich habe noch mehr Schüsse gehört. Hier liegen auch Sprengfallen rum. Hier, da ist eine. Da ist noch eine. Da müssen wir aufpassen. So, auch den nehmen wir natürlich wieder aus. Was wir nicht selbst gebrauchen können, können wir halt zu Geld machen hinterher. Ja, au. Dachte, ich könnte da mich ranschleichen und die entschärfen. Dem ist anscheinend nicht so. Also aufpassen, dass wir nicht zu nah rankommen. Den Pack nehmen wir auch mit. So, die dürfen wir jetzt eigentlich nicht mitnehmen, weil das wäre Diebstahl, aber da das Pulverbanditen-Eigentum ist, nehmen wir es trotzdem mit. Auf dem Zettel steht, nur wenige Patrouillen in letzter Zeit hier draußen, also auch nur wenig Beute. Unsere Crew meint, wir sollen bald weiterziehen. Folgen den Schienen nach Norden, zurück zum Strip. Bist du dabei? Sind zwar nicht mehr in der Strafkompanie, aber wir halten trotzdem zusammen. Mhm. Wir gucken erstmal, ob wir hier noch irgendwas klauen können. Rüstungskoffer, natürlich klauen wir alles, was da drin ist. Den brauchen wir nicht, denn wir haben schon den Sheriff-Hut. Pulverbanditen-Outfit wollen wir auch nicht. So, wir verlieren jetzt zwar Karma, aber das macht überhaupt nichts. Wir holen das mit anderen Missionen sowas von wieder raus, dass das hier absolut egal ist. Und wie gesagt, ob die Pulverbanditen noch wütender auf uns werden, ist auch egal, denn die schießen sowieso schon bei jeder Gelegenheit auf uns. So, weiter Richtung Prim. Dann schon mal nachladen. Ganz so viel Munition haben wir auch nicht mehr. Oh, hier können wir uns übrigens mal unseren Charakter angucken. Oh, sieht mir ein bisschen ähnlich, ne? Lustig aus mit seinem Cowboy-Hut. Passt auf jeden Fall zum Outfit. Dazu werden wir nachher aber noch andere Sachen finden. Wir werden sowieso noch viel geilere Outfits finden. Wieder in die Ego-Perspektive. Hier laufen wir schnell durch. Wir kriegen gerade plus ein Red pro Sekunde. Das heißt, wir verstrahlen uns ein wenig. Da können wir dann übrigens, falls es euch interessiert, in unseren Pip-Boy reingehen. Hier unten auf Stats. Und dort sehen wir dann bei Status auch, wie viel Red wir aktuell haben. Wir haben aktuell 2 Red. 500 wird es dann langsam kritisch. Wir haben aktuell eine Strahlenresistenz von 8, was noch nicht sehr hoch ist, aber das wird sich im weiteren Spielverlauf noch ändern. So, wir nehmen jetzt mal wieder unsere Karawanflinte zur Hand, denn dort haben wir mehr Munition. Da hinten laufen ein paar Geckos rum. Ja, wenn er nicht auf uns losgeht, lassen wir ihn. Denn so besonders ist das nicht, was man bei dem looten kann. Das wäre mehr oder weniger nur Munitionsverschwendung für uns. Ein paar tote Kakerlaken. Red Kakerlaken. Auch was verstrahlte und mutierte Tiere angeht, werden wir natürlich noch ganz, ganz andere Kaliber hier treffen.
Also die Laufgeschwindigkeit, die hätten sie definitiv mal mit irgendeinem Patch ein bisschen raufsetzen können. So, hier links ist Prim, da kommen wir aber nicht ohne weiteres hin. Wir müssen erstmal hier in dieses Militärgebiet. Hey, wo wollen Sie denn hin? Der Zutritt zur Prim ist verboten. Ja, sagte ich gerade, ne? Das Militärgebiet hier. Was geht in Prim vor sich? Ein paar Häftlinge aus dem Gefängnis, die Straße hoch, haben die Stadt übernommen. Alle Bewohner sind tot oder verstecken sich. Außerdem machen auch noch zwei Raider-Stämme die Gegend hier unsicher. Sie sollten besser zurück nach Good Springs gehen. Aber da komme ich her, ich will nicht wieder nach Good Springs. Wollten Sie nicht die Stadt beschützen? Würden wir gerne, aber Sie gehören nicht zur RNK. Und selbst wenn, wären wir nicht in der Lage, Sie zu beschützen. Warum nicht? Uns fehlt die Ausrüstung, um die Häftlinge erledigen zu können. Außerdem brauchen wir Verstärkung. Sie sollten mit Lieutenant Hayes reden. Sein Zelt ist die Straße runter. Bleiben Sie westlich der Überführung, damit Sie nicht erschossen werden. Okay. Er hätte auch einfach rechts sagen können. Bleiben Sie rechts von der Überführung. Aber egal. So, 11 EP allein fürs Entdecken von Prim, auch nicht schlecht. An die Munitionskisten hier dürfen wir natürlich nicht ran, also lassen wir das auch. Bitte RNK, wollen wir uns das nicht verscherzen? Denn ihr wisst, ich bin ein Netter und ich spiele gern auf die gute Weise. Nicht immer, aber doch meistens. Ihr könnt natürlich auch ein böses Spiel spielen, dann könnt ihr auch in Good Springs ganz anders agieren. Könnt ihr zum Beispiel Chat töten und ihm alle seine Vorräte klauen. So, Erste-Hilfe-Kästen, die irgendwo an irgendwelchen Wänden hängen, sind natürlich auch immer sehr gut. Ach, Entschuldigung, Kratzen im Hals. So, also ich würde euch auch empfehlen, so Erste-Hilfe-Kästen und sowas immer direkt durchzulooten. Immer reingucken, schauen, was man gebrauchen kann. Oder hier so verlassene Briefkästen, kann man auch ab und zu mal reingucken. Ja, da ist jetzt nicht wirklich was drin, was uns interessiert. Ich bin Sergeant McGee von der Armee der RNK, 5. Bataillon, 1. Kompanie. Wenn Sie mit jemandem sprechen wollen, reden Sie mit Lieutenant Hayes. Ja, okay. Sir? Da muss ich jetzt auch gar nicht weiter mit quatschen. Wenn er schon so abweisend ist, dann müsste da auch nicht noch weiter rumlabern. So, ich nehme an, hier drin dürfen wir auch nichts klauen. Nee. Hier ist aber auch nicht Lieutenant Hayes, der ist dann wahrscheinlich hier drin. Hallo. Da ist er. Ich bin Lieutenant Hayes von der Armee der Republik Neukalifornien, 5. Bataillon, 1. Kompanie. Wie kann ich Ihnen helfen? Was tun Sie hier draußen? Wir wurden hierher geschickt, um den Strom von Gefangenen aus der Justizvollzugsanstalt einzudämmen. Wie Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen ist, machen wir das nicht so gut, wie wir sollten. Ja. Wo ist das Problem? Die Mission ist kein Problem. Das Problem sind die Vorräte. Die Gefangenen sind besser bewaffnet und organisiert als in unseren Informationen beschrieben. Ich versuche an Verstärkung zu kommen. Vielleicht an ein paar durchschlagskräftige Schusswaffen, aber das läuft alles zu langsam. Erzählen Sie mir erstmal von der Justizvollzugsanstalt. Die meisten Leute nennen das Ding einfach JVA. Ach nee. Kurz für Justizvollzugsanstalt. Vor einer Weile gab es einen Aufstand, bei dem die Gefangenen die Wärter töteten, die nicht fliehen konnten. Seitdem tyrannisieren sie die Gegend. Es war echt krass, wie oft man sich hier die gleichen Geschichten mit immer anderen Worten anhören muss, ne? Das wissen wir ja alles schon aus Good Springs. Nicht viel. Sie nennen sich die Pulverbande. Hauptsächlich, weil sie den Sprengstoff, der zum Sprengen der Felsen vorgesehen war, als Waffe verwenden. Sie haben sich schneller organisiert, als ich geglaubt hätte. Zumindest die meisten. Zum Glück scheint die kleine Gruppe in der Stadt sich vom großen Teil getrennt zu haben, sodass sie nicht mit Unterstützung rechnen können. Okay, ich habe noch andere Fragen. Ich habe gerade etwas Zeit, also fragen Sie ruhig. Du hast hier draußen mit Sicherheit mehr Zeit als irgendwas. Was tun Sie hier draußen? Auf Wiedersehen, okay. Sir? Ja, das heißt... Ja, aber wir müssen, ja... Wir müssen ja da rein. Nach Prim. Bleibt uns da gar nichts anderes übrig.
Ja. Ich müsste da nochmal... Wer wurde... Wie? Müsste da nochmal irgendwie was mit dir bequatschen. So, das hatten wir schon. Ich habe gerade... Sir? Komisch. Suchen Sie was? Mit der können wir nicht reden. Was gibt's? Ich komm. Sir? Ja, ist die Frage. Können wir jetzt auch ohne den Ihre Genehmigung rein nach Prim? Wir versuchen es einfach. Ich hoffe, dass wir nicht von irgendwem erschossen werden, aber wir gucken mal, ob wir durchgelassen werden. Als ich diesen Auftrag erhielt, stellte ich mir mehr Zocken vor. Mehr Zocken. Leere Flasche wollen wir nicht. So, da liegen Minen. Wieso kommen wir da denn nicht nah genug dran, um die zu entschärfen? Richtig blöd. Eieieiei. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir knallen uns mal ein Stimpack rein. Upp, Hilfsmittel. Stimpack. Einmal eingeworfen. Das hat aber nicht viel gebracht. Nehmen wir noch eins. Naja. Könnte besser sein. So, hier sollten wir vielleicht ein wenig schleichen. Wobei ich habe noch keine Gegner auf dem Radar. Da ist der Mojave Express. Das ist unser Ziel. Da sollen wir laut Hauptstory rein. Völlig toter. So, jetzt habe ich zwei Gegner auf dem Radar von links. Dort steht einer. Was bist du? Entschuldigung, ich konnte dich nicht verstehen. Meine Schubblinde war so laut. Verdammt! Ah. Ja. Könnte auch ein bisschen stärker sein, die Schubblinde. Yeah, Stufenaufstieg. Super, 13 Fertigkeitspunkte. Na gut, Sprengstoff, Feilschen, und das hat sich ja jetzt mehr oder weniger erledigt gehabt, da wir die Mission in Good Springs schon fertig haben. Aber Fähigkeit Überleben erhöht die Trefferpunkte, die sie durch Essen, Trinken erhalten. Außerdem ermöglicht es die Herstellung an Lagerfeuern. Okay. Mhm. Also das erhöht die TP, die wir durch Stimpack zurückerhalten. Das ist gut, das machen wir mal auf 20. Ich mache auf jeden Fall mal auf 35. Leichen auf 20 und die restlichen zwei stecken wir schon mal auf Schusswaffen. Zack. Und wie ich im anderen Video, im letzten Video schon sagte, kriegen wir nicht bei jedem Stufenaufstieg die Möglichkeit, Attribute oder vielmehr Fertigkeiten zu wählen, sondern nur bei jedem zweiten. So. Klauen uns erstmal wieder durch, was der da so hat. Söldner Unruhestifter Outfit. Nahkampf plus 2, Schusswaffen plus 2, Gewicht 8. Das interessiert mich. Das nehmen wir mal mit. Rücken. Auch nicht schlecht. Nehmen wir auch mal mit. Gucken wir uns gleich mal an. Können wir eigentlich auch direkt machen. Und ob wir das gebrauchen können. Was haben wir denn aktuell?
8er Wert und 10 Gewicht. Okay, ein 1er Wert und 8 Gewicht. Okay, die sind doch nicht so gut. Die verkaufen wir gleich irgendwo. So, wir gehen erstmal zum Mojave Express. Karawanisten-Outfit. Mojave Express Lieferauftrag 4 von 6. Den nehmen wir auch mit. Notiz hinzugefügt. Gucken, was da drauf steht. Liefern Sie das Paket über Freeside zum nördlichen Eingang des Vegas Strips. Dort wird Sie ein Vertreter des Empfängers erwarten, der das Paket übernimmt und für die Lieferung bezahlt. Bringen Sie die Bezahlung zu Johnson Nash in der Zweigstelle des Mojave Express in Prim. Bonus bei Abschluss 250 Kronkorken. Dieses Paket enthält 2 übergroße Würfel aus flexiblem Material. Strafen, bla bla bla. Interessiert keinen. Okay, ist genau der gleiche Würfel. Genau. Genau die gleiche Lieferung zweimal, okay. Okay, wir gehen erstmal rein. Willkommen zurück, Damen und Herren. Hier spricht Mr. New. Hier ist anscheinend niemand. Da dürfen wir nicht ran. Beschädigten Roboter untersuchen. Nee, den lassen wir erstmal in Ruhe. Ja, die Truhen dürfen wir nicht ran. Dürfen wir auch nicht ran. Wir dürfen hier nirgendwo ran und hier ist auch niemand. Okay. Vicky und Vance. Und dann gehen wir erstmal ins Vicky und Vance. Vielleicht können wir da eine Runde zocken. Ich weiß nicht, was sie nach Prim geführt hat, aber ich rate ihnen, wieder zu verschwinden. Die Stadt ist erledigt. Ihr könnt das gar nicht sehen, den Namen, ne? Wegen meiner Cam. Also oben rechts steht sein Name. Es ist Johnson Nash, der eben in diesen Lieferaufträgen schon erwähnt wurde. Aber das kann er uns auch selber erzählen. Wer sind Sie? Johnson Nash ist mein Name. Bin der Mann von Ruby Nash. Wir leben seit fast 8 Jahren in Prim und sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Ich bin eigentlich Händler, aber in letzter Zeit gibt es nicht viel zu tun. Außerdem führe ich die Niederlassung des Mojave Express hier. Ich bin Kurier. Tja, ich habe im Moment keine Arbeit für Sie. Tut mir leid. Ich habe ein Paket verloren, das ich hätte ausliefern sollen. Ich werde Ihnen sagen, was ich kann. Haben Sie vielleicht einen Lieferauftrag? Lieferschein zeigen. Oh, Sie reden also von einem dieser Pakete. Der Job war von Anfang an irgendwie seltsam, aber wir sind auf die Kronkorken angewiesen. Erzählen Sie mir von diesem Auftrag. Dieser Cowboy-Roboter wollte 6 Kuriere anheuern. Jeder sollte etwas anderes transportieren. 2 Würfel, eine Schachfigur, sowas in der Art. Ich sollte beim Expressbüro im Hub 7 Kuriere anfordern. Und zwar offenbar nur, um Nippes zu transportieren. Spielkarten, Würfel, Schachfiguren, so Kleinkram. Und dann dreht er sich plötzlich um und sagt, dass er 6 Kuriere will, nicht 7. Da stand gerade was völlig anderes, als der erzählt hat. Habt ihr das gesehen? Ja, hat ganz komisch geguckt, als er ihren Namen auf der Liste gesehen hat. Hat mich entgeistert angeschaut und gefragt, ob der Name wirklich stimmt. Ich habe ihm gesagt, dass sie todsicher noch leben. Da hat er den Job einfach abgelehnt. Hab ihn gefragt, ob er sich da ganz sicher ist. Nein, Kurier 6 soll das Paket abliefern, hat er gesagt. So, als würde sich die Mojave um sie kümmern. Und dann ist er einfach verschwunden. Okay, also war das wahrscheinlich ein abgekartetes Ding, ne? Keine Ahnung. Aber er muss sie wohl gekannt haben, so wie er sich verhalten hat. Er hat sich sogar gutes Geld durch die Lappen gehen lassen. Hoffe mal, er hat keine Probleme mit ihrem Paket befürchtet. Vielleicht dachte er auch nur, dass ihr Name Unglück bringt. Er weiß. So, Fatso ist doch ein schöner Name. Man hat mir den Chip geklaut. Ein Mann im karierten Anzug und seine Schläger. Kamen sie hier vorbei? Jetzt, wo Sie es erwähnen?
Jemand aus der Stadt war vor ein paar Nächten draußen auf der Suche nach Brauchbarem. Er meinte, er hätte einen Typen mit einem schicken Anzug und ein paar dieser Großkernschläger gesehen, die über einen Chip redeten. Einer dieser Männer hat mich angeschossen. Ich muss wissen, wie ich sie am besten einhole. Da sollten Sie sich am besten an Deputy Beagle halten. Er hat Sie beobachtet, seit Sie aufgetaucht sind. Und er war beim Bisons Tief, als Ihr hübscher Freund hier vorbeigekommen ist. Vielleicht hat er auch mitbekommen, wohin Sie wollten. Prims Gesetzeshüter finden. Deputy von Prim wird vom Pulverbanditen im Bisons Tief gefangen gehalten und muss gerettet werden. Oh, na ganz toll. Ich hab sonst nichts weiter vor. So. Das wissen wir schon. Kann ich Prim helfen? Eine Frage zu ihrem Roboter. Also das war, das war das Ding, was da auf dem Tisch lag, ne? Haben Sie was zu verkaufen? Ich habe ein paar Fragen über Prim. Runde Karawane spielen. Haben Sie was zu verkaufen? Sicher. Schauen Sie sich ruhig um. So, er hat 484 Deckel oder Kronkorken, wie auch immer. Wir gucken erstmal, dass wir ihm was verkaufen können, was wir nicht mehr brauchen und was uns ein bisschen leichter macht. Ich weiß, wir haben ganz viele 9mm Pistolen, die behalten wir aber, um die anderen damit zu reparieren. So, die Einschussflinte kann weg. Da reparieren wir gleich erst eins. Die Lederrüstung kann weg. Plasmapistole weg. Das behalten wir alles. So, die Söldnersachen können weg. Die sind doch überhaupt nichts wert. Alter Schwede. Okay, er schuldet uns 101. Mal gucken, was er im Angebot hat. Wir könnten auf jeden Fall noch ein paar 9mm Patronen brauchen. Hat er nicht. Ah, 357er hat er. Die nehmen wir auf jeden Fall mit, und zwar alle. Den Revolver nehmen wir auch mit, denn damit können wir unseren reparieren und der kostet nur 49. Das ist also fast geschenkt. Also diese Magazine kaufe ich jetzt nicht nochmal, denn die halten eh nicht lange an. Patriotenkochbuch. Pack 111. Nee, das nehme ich jetzt nicht mit. So. Ein weiterer zufriedener Kunde. Beagle hat sich ein paar Notizen gemacht. Ja, Beagle, das wissen wir ja schon. Okay. Bis später. Also sollen wir jetzt... Bison Steve, das ist das Casino, wo sie den gefangen halten. Da sollen wir jetzt also reingehen und den befreien. Da drinnen wimmelt es wahrscheinlich vor Pulverbanditen. Aber nichtsdestotrotz gehen wir da jetzt rein. So, wir schleichen da rein am besten. Toll, schon sind wir auf der Tür. Alter! Oh, jetzt sind wir auch noch verkrüppelt. Brauchen eine andere Waffe. Körperteile heilen. Ja, das geht mit Arzttaschen, das weiß ich. Ja. So, dann gehen wir auf Stats. Ja, geheilt, geheilt. Stimpacks und Arzttaschen heilen wir halt. Können wir halt auch einzelne Körperteile heilen. Das ist immer gut. Dann weiß man, wo der Schaden ist. Und nichtsdestotrotz haben die uns gerade ganz schön zusammengeballert.
So, wir reparieren hier erstmal noch ein bisschen. Zack. Die ist vollständig repariert. Die können wir ein bisschen reparieren. Die reparieren wir auch. Naja, Hälfte geht. Das reparieren wir damit. Gibt übrigens auch immer Erfahrungspunkte, wenn wir irgendwas reparieren, ne? Also auch gar nicht mal so verkehrt. So, wir nehmen den Revolver. Der ist weg. Oh, schon wieder verkrüppelt. Alter. Ist denn der so schnell? Lad doch nach. Na, reicht schon. Wieso fällt der nicht um? Na los. Na, wir sind verkrüppelt. Wir können nicht mehr so gut zielen. Letzten Schuss noch die Rübe runtergeballert. So, wir müssen uns dringend heilen. Dringend. So, sind wir immer noch verkrüppelt? Anscheinend. Aber unsere TP sind bei 130 von 230. Wahnsinn. Haben wir nur noch 4 Stimpacks, das ist nicht gut. Und auch fast keine Munition mehr für den Revolver. Okay, da haben wir 9mm Munition, das ist okay. Auch mit, nehmen wir auch mit. Waffen. Ja, wir nehmen einfach mal die 9mm Pistole. Die hier können wir noch reparieren. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir noch irgendwo Munition herkriegen für unseren Revolver. Weil der macht nämlich gut Schaden. Das wäre schade, wenn wir den jetzt geschlossen schwer. Geschlossen leicht. Okay, also erstmal Terminal hacken. Warning. 3 von 7. Okay. Also auf jeden Fall irgendwas mit ING am Ende, denke ich. Denying. 5 von 7. Sending. Sehr gut. Offen ist das Ding. Schloss entriegeln. Okay, da ist ein Safe. Wir bleiben hier versteckt, damit wir nicht so viel Krach machen. Der Hilfekasten. Rebound. Impact zweimal. Sehr gut. Mal mitnehmen. Mentats. Brauchen wir erstmal nicht. Können wir aber sonst auch verkaufen. Mentats sind halt Drogen. Echo Steak. Das ist halt Nahrung, die uns heilt, aber die bringt uns halt auch radioaktive Strahlung und das wollen wir nicht. Das ist nicht gut. Korken. Okay. Dann gehen wir an den Safe. Durchschnitt. Ah. Wenn wir den wieder nicht knacken.
Denken wir vielleicht später nochmal dran. Wenn wir denn soweit sind, dass wir den auch knacken können. Das. Dynamit mit langer Lunte. Sehr gut. Schachtel Zigaretten können wir auch verkaufen. Ja, die Rüstung wissen wir selbst, dass sie zu schlecht sind. Das lassen wir mal. Also bislang ist es noch ruhig. Das sind leere Flaschen, die nehmen wir nicht mit. Auch leer. Okay, nehmen wir. Ja. Schlossen schwer. Ich von 75 benötigt. Ja, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir da hinkommen, Kollege. Da ist wieder einer. Ja, mit der 9mm dauert es ein bisschen länger, geht aber zur Not auch. Immer schön unten aufs Radar gucken, ob da irgendwo rote Punkte auftauchen. Rote Striche besser gesagt. Ein weiterer Sunset Sarsaparilla Sternkorken, sehr gut. Mitnehmen. Und nicht mitnehmen. Wartungstür verschlossen, leicht. Okay, kein Gegner in Sicht, die knacken wir. Na, das war ja. Da hinten ist einer. Hierher. Da ist auch jemand, das ist aber kein Feind. Das ist dann wahrscheinlich der Sheriff. Oder der Deputy. Ach, da sitzt er. Das ist der Deputy. Alter, was haltet ihr denn aus? Okay, ich nehme die Schrotflinte. Alter, ist der gepanzert oder was? Rübe runter. So will ich das. Okay, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen mehr Reichweite. Dann nehmen wir wieder die 9mm. Er ist weggelaufen. Er hat Angst gekriegt. Machen wir mal zu. Jetzt habe ich mir den Kopf eingeklemmt. Auch nicht schlecht. So, durchsuchen können wir trotzdem. Oh, Flammenpatronenwaffe und Brennstoff nehmen wir mit. Sehr gut. Lederrüstung, die nehmen wir auch mit. Die können wir verkaufen. Leeren Brennstofftank zum Wiederauffüllen. Den Rest brauchen wir nicht. Ah, der ist immer noch weg. Meat, Rocken, Stimpack. Sehr gut. Nichts finden. Den sucht er uns jetzt? Der wusste doch, wo wir sind. Ja.
Zack. So, noch mehr? Nee, sieht erstmal nicht so aus. So, den nehmen wir erstmal aus. Wie immer. Sehr gut. Den machen wir auch zu. Dann sind wir erstmal ungestört mit dem Deputy hier. Ihre Spritze. Warum habe ich denn die jetzt mitgenommen? Na egal. Soweit so gut. Dann können wir ihn jetzt, glaube ich, laufen lassen, oder? Sind Sie zufällig gekommen, um mich zu erretten? Ich würde mir dafür die Daumen drücken, aber meine Hände sind ganz taub. Okay. Oh ja, sehr vergnügt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin hier in einer, misslungenen Lage. Wäre Ihnen höchst verbindlich, wenn Sie mich freimachen könnten. Soll ich freimachen? Nee, bleib mal lieber angezogen, Alter. Du bist nicht mein Typ. Haben Sie Informationen über die Kahne, die mit mir im Kretten... Blablabla. Ja, also wenn ich ihn jetzt anquatsche auf irgendwas anderes, dann wird er sowieso erst sagen, dass er sich besser fühlen würde, wenn ich ihn erstmal losbinde, also... Oh, na, das ist ja großartig. Ich denke mal, ich mache mich auf die Fersen nach draußen. Die Luft ist doch etwas eng hier drin. Sprache 25. Wenn Sie versuchen wegzulaufen, statt an meiner Seite zu kämpfen, dann bringe ich Sie selbst um. Nee, das will ich gar nicht, weil hinterher wird er noch geknallt. Ich habe Sie doch nicht losgemacht, damit Sie weglaufen. Sie bleiben bei mir. Klar, laufen Sie weg. Eine große Hilfe wären Sie wohl eh nicht gewesen. Ja. Dann beuge ich mich Ihrem überlegenen Urteil, was Charakter und Talent für bewaffnete Konflikte betrifft. Man sieht sich draußen. Ja, also wir räumen jetzt erstmal noch die Bude hier und dann treffen wir ihn draußen. Er schleicht sich jetzt raus. Soll er auch machen. Wir schleichen uns weiter rein. Denn hier gibt es durchaus noch einiges zu erkunden. So, ein oder zwei Gegner werden hier definitiv auch noch rumlaufen. Den schon? Coca-Cola kann man auch mitnehmen. So, da geht es nämlich nach oben. Da werden mit Sicherheit noch mehr Gegner sein. Automaten immer plündern. Wenn man es auch nicht selber saufen will, kann man es aber irgendwann verkaufen. So, hier sind auf jeden Fall vier Gegner irgendwo. Jetzt hab ich dich. Konntest du mich denn sehen? Ich bin hinter dir. Und schon zeig dich. Danke. Die kommen. Wer ist da? So, die können wir erstmal nochmal reparieren. Die auch. Dafür haben wir immer noch keine Munition. Schaden pro Sekunde 40. Die ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Die nehmen wir. Ja. Macht auf jeden Fall schon mal gut mehr Schaden als die 9mm. So, wo ist der Rest von euch? Mitnehmen. Scheiße, schnell geklickt. Egal. Alles, was wir nicht brauchen, können wir verkaufen. Ich
Okay, da geht's noch eine Etage. Oh, da steht einer. Mal den vorne hier abknallen. Also ich kann die Tür schließen. So. Kommt er raus? Wer ist da? In den Rücken geschossen. Ganz, ganz feige und fies, aber egal. So, erstmal. Erstmal looten. Looten ist immer wichtig in diesem Spiel. Looten, looten und noch mehr looten. Aber deswegen liebe ich dieses Spiel auch so. Franzis Sarsaparilla. Mara, nee, brauchen wir nicht. In Badezimmern hängen eigentlich gern auch mal Erste-Hilfe-Kästen. Hier jetzt gerade nicht. Na. Mitnehmen. Ah, Jet ist eine Droge, können wir auch verkaufen hinterher. Bevor wir da jetzt hochgehen. Ich dachte, der wäre tot gewesen. Na, reicht schon? Alter. Wollen Sie es aber wissen? So. Der Zustand meiner Rüstung ist in schlechten. Meine Rüstung ist in schlechten Zustand, stand da gerade. Benutzt das Schlüssel. Schauen wir mal, wofür der ist. Haarklammer, Hülse, Kleinkaliber, Rimpack, Whisky. Eine Fresse. Und da kommen noch welche. Ich habe schon wieder eine rote Markierung gesehen. So, wir gucken mal eben nach der Rüstung. Können wir auf jeden Fall reparieren. War doch in gutem Zustand. Der Hut wahrscheinlich, wa? Okay. Boah, ist aber da schon wieder alles. Zack. Immer zwischendurch mal gucken, ob man irgendwas reparieren kann, ne? Bartgewicht und außerdem, kriegt man halt, wie gesagt, schon einiges an Erfahrungspunkten auch damit. So, hier nochmal auf den Status. Ist krass, wie viele Stimpacks man braucht, um sich vernünftig zu heilen. Also da müssen wir definitiv nachher noch dran arbeiten. Auch nach oben. Hey, ich will erstmal unten weitermachen. Etage für Etage arbeiten wir uns hier durch. Mitnehmen. Oh. Oh, der war leer. Wo kriegst du Geld? Nehmen wir mit. Den Hut brauchen wir nicht. Koffer. Die Maske. Waffenlos plus 5. Ja, aber ohne Waffen laufen wir ja eigentlich nicht rum, ne? Hat auch nur 2 Wert, das heißt, nehmen wir gar nicht erst mit den Müll. Auch wenn es bestimmt cool aussieht. Sage ich dir nicht, wer hier ist. Der Tisch ist leer. Einschussflinte. Oh, schön. Das war auch ein Gewehrschrank, okay. Kommen wir nicht durch? Verschlossen sehr leicht. Sehr gut.
eine zerfledderte Leiche auf dem Bett. Ja, das Jet nehmen wir mit. Das Negligé brauchen wir nicht. Munition, sehr gut. Leiche hat nichts. Du kriegst Geld. Oh, Drogen. Psycho. Psycho, Medex, Medex, Medex. Ringmesser auch mit. So, das Becken, ein Arm und die Beine sind drin geblieben. Der Rest ist rausgefallen. Tut mir sehr leid. Oh, hier sind noch mehr Drogen. Psycho, Psycho. Können wir gleich. Hier war ich, ne? Ja, hier kam ich her. Dann können wir jetzt nach oben gehen. Wir öffnen nach Prim? Ne, das will ich ja nicht. Völlig Mulle oder was? Hier ging's hoch, ne? In diesem Gang auf jeden Fall irgendwo. Ja. Der Kommode ist auch was drin. Geld. Da durch? Nee. Vielleicht sind auch gar keine Gegner mehr da. Wir haben ja schon einiges. Oh doch, da sehe ich noch einen. Einige haben wir ja schon abgeknallt. Erstmal den Automaten leeren. Hier müsste jemand drin sein. Irgendwo ist hier einer. Das ist keine gute Idee. In die Hüfte. Cool, wobei die rechte Bein verkrüppelt. Ich glaube, nicht nur das ist verkrüppelt. Wir retten, sehr gut. Können wir verkaufen. Schutzmittel brauchen wir nicht. Ach, da. Was hab ich jetzt gemacht? Dafür war der Schlüssel. Oh, geil. Jede Menge Munition. Karawanenschrott findet ihr unten in Klingenhandschuh. Sehr gut. Schreibtisch ist leer. Kamera brauchen wir nicht. Oh, kommen wir da zu dem Schrank auch rüber? Wenn man hier aus dem Waschbecken trinkt, das bringt einem übrigens auch Energie zurück, aber gibt halt genau wie bei sämtlichen Nahrungsmitteln in diesem Spiel eine Verstrahlung. Ja, das ruhig mitnehmen. Dann am besten zu diesem Schrank. Naja, war jetzt nicht so viel. Die Tür ist kaputt. War hier oben gar nichts weiter, ne? Das hier müsste dann der andere Raum gewesen sein, den wir vorhin schon gesehen haben. Genau, hier liegen nämlich die Leichen. Und dann können wir wieder rausgehen und mit dem Deputy quatschen. Oh, hier ist noch eine verschlossene Tür. Auch sehr gut. Arzttasche. Auch gut. Leider leer. Brauchen wir nicht. Schmutziges Wasser wollen wir auch nicht. Staubsauger, den brauchen wir auch nicht. So. Dann sollten wir eigentlich alle Gegner in diesem Hotel erledigt haben. Und können jetzt wieder rausgehen.
und uns mal mit Deputy Beagle unterhalten. Damit es auch mal ein bisschen weitergeht hier in der Story. So, der ist jetzt bestimmt rüber ins Wiki in Fans. Gehe ich mal ganz stark von aus. Hallo. Da ist er. Nun, das war ja ein ziemliches Abenteuer. Diesen Sträflingen haben wir ein oder zwei Lektorate erteilt, nicht wahr? Was? Mich selbst aus der Versiegelung freizubrechen, natürlich ohne ihre Rolle dabei dämpfen zu wollen, aber das war schon spannend. Das Problem ist, Prim ist immer noch gesetzlos. Was tun wir, wenn uns die nächsten Raufbolde bedrohen und als Geiseln nehmen? Du hast doch gar nichts gemacht. Wovon reden Sie denn? Sie sind jetzt der Sheriff. Oh nein, ich bin nur der Deputy. Und ich kann kein Deputy sein ohne einen Sheriff. Das nennt man Befehlsverkettung. Was für Qualifikationen braucht ein Sheriff? Es sollte jemand Tapferes sein, wie Sie, aber mit mehr Bodenverhaftung. Jemand, der sich hier niederlässt und auf uns aufpasst. Ich hörte die Pulverbanditen von jemandem im Gefängnis sprechen. Myers heißt er und soll Erfahrung als Sheriff haben. Vielleicht eine gute Wahl. Die RNK ist nicht weit. Die könnte man doch auch bitten, die Stadt zu übernehmen. Frage mich, warum wir nicht schon längst von ihnen geholfen werden. Okay. Beagle möchte einen neuen Sheriff für Prim. Er schlug einen Ex-Sheriff aus der JVA und die RNK als mögliche Kandidaten vor. Ich habe keine Zeit. Was machen sie? Ja, wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann komme ich halt auch in der Story nicht weiter. Also muss ich helfen, Recht und Gesetz in Prim wiederherzustellen. Sie werden? Das ist ja grandios. Ich beginne schon mal über einige Fragen für das Einstellungsgespräch nachzudenken. Der Sheriff, der in der RNK-JVA eingekehrt ist, könnte eine gute Wahl sein. Sie könnten auch den RNK-Menschen da drüben überreden, die Stadt unter seinen Fittich zu nehmen. Obwohl Kriegsrecht nicht ganz so amüsierlich klingt. Also, wir sollen jetzt entweder die RNK oder einen in der immer noch von Pulverbanditen besetzten JVA eingekerkerten Ex-Sheriff bitten, als eben solcher hier in Prim zu fungieren. Ich würde sagen, da wir schon wieder bei knapp einer Stunde sind, tun wir das in der nächsten Folge. Es ist auf jeden Fall sehr interessant und ich bin gespannt, was da so alles passiert. Fakt ist, dass wir uns in das JVA, in die JVA wahrscheinlich auch reinschleichen könnten, da wir immer noch die, das Wachenoutfit von den Pulverbanditen aufgehoben haben, extra für sowas. Aber das tüfteln wir dann in der nächsten Folge mal aus, wie wir das alles regeln. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gern einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal bislang noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich jederzeit gern kostenfrei erledigen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin bin ich erstmal raus. Euer Fatso.